Servus, der Marc von Digital Wien ist hier und bei mir ist die Elisabeth aus dem Waldviertel, aber jetzt schon lange Wienerin. Medizinstudentin, 24 Jahre alt. Und motiviert für Piercings. Genau. Gut, wir waren im Dragos und aus dem Dragos sind noch zwei mehr geworden, nämlich Oliver links und rechts, ein drittes und ein zweites. Das ist eine gute Entscheidung. Eingezahlt haben wir es schon und besprochen auch. Dann starten wir mit dem Stechen. Hast du einen Wunsch, wo gefallen? Ganz egal. Tragos hat wahrscheinlich insgesamt häufiger mehr wehtun als die zwei anderen. Dann starten wir mit dem Tragos, wie gesagt, oder? Ja. Und dann haben wir die Wunde. Gut. Deine Freundin war auch bei uns, oder? Was hat die gemacht? Alles. Aha. Und der geht's gut? Ja. Die lebt? Ja. Hat unsere Piercings überlebt. Was machst du sonst denn? Sport, oder? Ja, ich gerne. Also, so ein bisschen Crossfit und Laufen. Und ja, genau. Sieht man, du bist sportlich. Dankeschön. Ja, also räumt den Kopf bei Antwort. Also, das ist halt, ja. Jedenfalls, klar. Das brauche ich wichtig, weil sonst. Das denkt man zu den Arten, ne? Ist mit Sport irgendwie drin auch? Also normale Basics, jetzt keine gefährlichen Sachen, sind kein Problem. Wenn du halt jetzt irgendwie Freeclimbing machst oder irgendwie da, dann würde ich sehr viel aufpassen, aber normalerweise die normalen Workout-Sachen, Crossfit und so macht und okay. Laufen, die machen den Piercings eigentlich nichts. Wichtig, die Haare zusammenbinden, das bin ich irgendwie wie verrückt darum. Warum ja. Darum rumprobieren, also machst du einen Pferdeschwanz oder irgendwas? Ja. Oder Blut oder irgendwas, das ist immer gescheiter. Aber sonst gibt es da eigentlich keine Einschränkungen. Das war's. Und wie war's? Kleiner Druck, aber nicht schlimm. Ups. Staubler von mir. Sehr gut. Problem. Ich bin an sich eher Schmerzen, finde ich, aber. Nicht? Das ist gut. So. Das Traumas haben wir schon geschafft. Es ist jetzt so ein Stecker, was quasi hinten abgeflacht richtig, ist. Das ist hinten flach. Ja. Hinten flach, nennt sich das, also hinten flach und vorne die Kugel geschraubt. Und gleich machen wir ein Rollepin auch. Das ist eigentlich das Beste und das angenehmste System auch zum Schlafen, alltagsmäßig. Ja. Das ist super easy, super rot. Und Wechseln ist wahnsinnig spannend. Also ich hätte nicht gerne 6 Wochen hier, dann würde ich das einmal kontrollieren, ob alles passt. Ich würde dann einfach den Schmuck einmal tauschen, auf was Neues, was Kürzeres, am besten nochmal Piercing-Schmuck reintun, normale Ohrringe würde ich noch nicht reingehen. Ja? Weil Ohrringe haben meistens diese Butterfly-Verschlüsse hinten und die Nerven klappen den neu gestochenen Läppchen extrem. Mhm. Beim Tragus darf eh kein Ohrring rein, da muss eh Piercing-Schmuck rein. Ja. Wir können es dann gerne in Gold nehmen, sei es vergoldet, sei es echt Gold, was du halt gerne möchtest, da gibt es dann 1000 Variationen, aber ich würde jetzt nicht auf so viel Lebenssinn steigen. Okay. Super. Da waren es nur noch eins. So. So. Was war jetzt am schlimmsten? Kann man das sagen? Ja, vielleicht schon der Trage, es war vom Druck ein bisschen mehr, finde ich. Ist aber logisch, weil es ein Knorpel ist. Genau. Von dem her braucht man einfach ein bisschen länger, bis man durch ist.
Aber alles in aushaltbaren Bereichen. Ja, ne? Sicher, also nur kurz. Super. So, dann zeige ich dir mal, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, es gefällt dir. Und jetzt haben wir den zweiten auf der anderen Seite drüben. Gut aus, gell? Ja. Ich finde, sonst wäre es mir zu allein gewesen, dann das Ohr. Ein zweites ist da schon noch gut gewesen. Voll. Perfekt. Kugelgrößen passen? Ja. Der steht ein bisschen auf, ist das vom Ohr wahrscheinlich, oder? Das steht so ein bisschen auf. Das liegt ehrlich gesagt wahrscheinlich daran, dass man nicht ganz reingeschnitten hat. Muss ich ein bisschen mehr reingeschnitten, dass man vielleicht ist. Kannst du alles hier, oder was? Ja. Genau. Das ist nur, weil es der Stab ein bisschen länger ist. Es wird auch immer wieder so sein, wenn du mal aufstehst, dich bewegst oder irgendwas tust oder mal dagegen kommst, dann stehen die auch mal ein Stückchen raus. Das ist ganz normal, wenn wir da keine Panik kriegen. Also die sind eben zu lang und du schiebst einfach wieder zurück, wie es haben. Okay. Gut. Haare wirklich bei dir aufgrund der Länge ein Thema. Also versuch dir wirklich ein bisschen irgendwie wegzumachen oder abzuschneiden. Nein. aber wegzumachen, das wäre gescheiter für dich. Und dass du einfach im Sport natürlich länger bleibst. Maske macht eigentlich gar nichts, weil die Ohrläppchen nicht wirklich tangiert sind. Du tragst es auch nicht. Einfach langsam drüber geben, genauso ist es. Ja. Von der Pflege, wenn ich dir das erkläre, ich dir noch kurz. Du brauchst Spray und Gel von Pondelin. Zuerst nimmst du Pondelin Spray, dann Pondelin Gel. Pondelin Spray kommt außen und auf die Rückseite vom Ohr drauf. Einwirkzeit ist 30-40 Sekunden. Dann nehmen wir eine Küchenrolle. Die Küchenrolle machst du feucht damit. Wischt vorne und hinten das Fissing ab. Dann nehmen wir Pondelin Gel, Tropfen vorne und hinten drauf tun. Bewegen die Fissingstäbe vorne zurück. Nicht ganz drehen, nur schieben. Und reinigen mit der Küchenrolle. Also sprühen, Küchenrolle nehmen, Gel drauf tun, fertig. Okay? 3 Wochen zweimal, dann 3 Wochen einmal. Das heißt 6 Wochen am Stück. Und damit es nicht schief geht und es dann noch ausführlich hast, kriegst du ja die Pflege dann schon. Haare färben bitte 6 Wochen nicht. Ja. Sonst alles normal. Okay. Passt mal wieder. Noch Fragen? Nicht mehr? Nein. Dann hoffe ich, du warst zufrieden. Ja. Dann sehen wir uns in 6 Wochen wieder. Danke dir fürs Kochen und bleib gesund. Danke, ich danke fürs Zuschauen. Das wäre Elisabeth. Tschüssi. Ciao.